Ja, das ist mal wieder typisch ich. Ich habe euch am Anfang, nee, am Ende erzählt. Ich sag gleich noch was zu den Supertruppen. Ja, habe ich natürlich mal wieder nicht gemacht. Werde ich jetzt nachholen. Also, wenn ihr die Supertruppe zum Beispiel nicht habt, ich habe ja im Moment zum Beispiel keine Superlakis, dann kann ich diese Supertruppe aber trotzdem verspenden. Ich guck mal gerade, wer so ein Ding braucht. Warum kann ich hier nicht spenden? Ist der Avatar gar nicht mit? Ach, die haben den Avatar gar nicht mitgenommen. Wieso das denn nicht? Ich bin grün. Na okay, dann muss ich gerade mal auf den Toto gehen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Video fängt gleich an. Gemach, Gemach. Aber es kommt auch bei uns immer mal wieder vor, dass halt jemand etwas nicht spenden kann. Meint er, ihr könnt ihr immer spenden, nämlich mit der schnellen Spende. Könnt ihr die immer spenden? Super Lucky, Super Drache. Machen wir mal so. Und das geht natürlich sowohl im Tag als auch im Nachtdorf. Das heißt, wenn hier jetzt jemand den Superdrachen haben möchte von mir oder Superlakis in die ganz normale Clanburg, dann muss ich die Truppe hier nicht ausgebildet haben. Manchmal ist das ein bisschen, ich will nicht sagen verwirrend, aber so hier und da kommt immer mal wieder die Frage oder die Phrase auf. Ich habe die Supertruppe aber nicht, brauchte nicht mehr haben, aber jetzt zum eigentlichen Video. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und ja, es ist ziemlich warm. Ihr seht es, ich bin heute mal ärmellos. Aber ich will heute eigentlich mal so, jetzt muss ich mal nach vorne holen, die Challenge ganz gerne spielen. Die letzte Challenge, denn ich habe sie schon gespielt. Die ist ja ultra leicht, muss ich sagen. Letzte Challenge ist ultra leicht, fand ich jetzt zumindest. Ich habe sie mit Thorsten schon fertig. Lass mal eben gucken, ob ich spenden kann. Sorry, in der Kleinstadt anzugreifen, habe noch 50 MB Internet und bin in Oberösterreich auf der Night of Wheels Messe. Okay, krasser Scheiß. Vater, ja, brauche er ja auch nicht machen. Ich meine, wir legen jetzt nicht so ultra Wert auf die Clanstadt, da irgendwas zu machen. Ich meine, wer will, der kann, der soll. Wer eh genug Marken hat wie ich, der muss auch mal ein bisschen ausgeben. Und von daher ist das jedem eigentlich selber überlassen. Ich meine, wenn man 5 Angriffe macht oder man schafft sogar noch den 6., dann bekommst du natürlich mehr Überfallmedaille. Aber wir gehen jetzt mal rein in die letzte Challenge. Also wie gesagt, mit Thorsten habe ich die allerdings schon geschafft. Ihr seht sie. Spielen 3 Sterne. Mir fehlen tatsächlich 2 Challenges. Einmal die 2021 und die 2020. Also tatsächlich muss ich die beiden nachholen. Das Universalbuch kann ich mir in jedem Fall abholen. Ich hatte nämlich keins mehr. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen mal auf einen anderen Account und spielen das Ding eben mal. Mal gucken, eben mal wechseln auf den Avatar. Der hat das heute noch nicht gespielt. Manchmal weiß ich selber nicht mehr, mit welchem Account ich schon was gespielt habe, aber ich glaube, der hat es noch nicht gespielt. Ich bin hier heute das erste Mal. Kurz mal meine Sachen hier einsammeln. Ja. Und dann gehen wir hier rein. Der hat das noch nicht gemacht, aber ich muss auch die vorherige gespielt haben. Ich habe erst gedacht, ich müsste sie mit 3 Sternen abschließen. Muss man aber nicht. Ihr müsst sie nicht mit 3 Sternen abschließen. Es reicht, wenn ihr sie spielt. Also, ja, müssen wir doch mal mit der jetzt anfangen. Und da habe ich eigentlich gestern, was habe ich denn eigentlich gestern gesehen? Ich hatte gestern eine coole Taktik gesehen. Genau weiß ich es aber nicht mehr. Es kann sein, dass bei Izo war. Ich glaube, bei dem habe ich auch nur geguckt. Ja, ich bin jetzt auch mal so ein Gucker gewesen. Und habe allerdings gedacht, ach Scheiße, den wollte ich gar nicht setzen. Aber egal. Okay, den wollte ich eigentlich gar nicht setzen, aber ist egal. Hier nehmen wir mal 2 rein. Und ich weiß im Moment nicht genau, wie er es gemacht hat. Aber ich glaube, er hat das irgendwie so gemacht. Ich glaube, er hat das irgendwie so gemacht. Und allerdings meine ich, hat er das noch ein bisschen anders getätigt. Denn oben ist der Adler noch nicht ganz weg. Da hätte ich drauf warten müssen jetzt. Man hat ja eigentlich Zeit genug. Oben ist der Adler noch nicht weg. Der wird jetzt erst gleich beschossen. Erstmal der Bogenschützenturm dort. Und dann gehen wir aber gleich über eine andere Linie rein, würde ich mal so sagen. Aber ich lasse den Drachen da mal noch mal ein bisschen machen. Hier hinten kann so ein bisschen der Bogi aufräumen. So, jetzt ist der Adler da ein bisschen am Ballern schon. Und an den Drachen kommt allerdings noch keine Abwehr dran. Das ist cool, muss ich sagen. Okay, dann können wir jetzt gleich unsere Drachen hier rein spammen. Also erstmal den Adler jetzt down gehen lassen. Den stellen wir mal auf Luft. So, Adler ist weg. Dann gehen wir hier rein. 1, 2, 3. Ein da und 1, 2, 3. Hier da. Und mit ein bisschen PS gehen wir hier rein. So, mit ein bisschen PS.
hier unten, wenn der Inferno dann nicht fällt, fällt er nicht. So. So sieht das Ganze gar nicht mal so schlecht aus. Aber sternemäßig sieht es natürlich noch nicht so prall aus hier. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir hier die Disketter-Shot ein bisschen außer Geschäft kriegen. So. Und zwar immer weiter. Oh, jetzt kommen da Drachen raus, die Ballons raus. Okay, die muss ich eben mal frosten. Und muss jetzt allerdings mal sehen, den Scattershot da kaputt machen. Der geht da nämlich auf meinen Helden drauf. Oh, sieht noch ganz gut aus. Der Royal Champion ist noch am Start. Und ein Drache ist das noch, ne? Ja, ein Drache. Die Karre ist auch... Ah, jetzt ist die Karre weg. Aber ich weiß gar nicht, was da noch drin war. Ich glaube, in der Karre war ein Drachenreiter drin und ein Schnelllohn. Mal sehen, die Luftabwehr wäre ganz schick, wenn die jetzt noch fallen würde. Aber der Scattershot wird jetzt wahrscheinlich gleich schon ballern. Luftabwehr fällt, okay. Ah, schade. Okay, das schafft der Drachen nicht mehr. Der ist zwar schnell. Naja, so schnell ist er jetzt auch nicht. Nein, der Drachen ist nicht wirklich schnell. Aber ist egal. Wir haben die Challenge gespielt und man muss sie nicht auf 3 Sterne bringen. Das ist halt das Coole. Ich hatte gedacht, wir müssen die echt auf 3 Sterne bringen, bevor die letzte dann freigeschaltet wird. Und ich fand die letzte jetzt eben ziemlich smooth. Also was heißt smooth? Ich fand sie eher einfach. Okay, nach Hause, dann können wir jetzt auch die letzte spielen. Damit habe ich allerdings hier auch schon mal das Unibuch, aber ich habe hier noch das Unibuch. Ich kann es ja auch für nichts mehr einsetzen. Außer ich sage, jetzt pass mal auf, wir machen das Rathaus auf 14 und nehmen dafür das Unibuch und sacken das Unibuch wieder ein. Wie gefällt euch dieser Vorschlag? Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare reinschreiben, weil ich bin in 6 Mauern fertig hier. Die 6 Mauern habe ich heute, vielleicht oder morgen. Ob ich die dann mache, wenn ich Rathaus Level 14 bin, oder lasse ich diesen jetzt erstmal auf 13. Ich habe dann keinen 13er mehr, was natürlich sehr, sehr schade ist. Deswegen wollte ich den Avatar eigentlich noch ein bisschen quälen und wollte den auf 13 lassen. Okay, wir gehen mal in die letzte Challenge rein. Die sah echt witzig aus, als ich die heute Morgen das erste Mal gesehen habe. Das Coole ist, man weiß gleich, was in der Clanbook ist, ne? Man weiß gleich, was in der Clanbook ist. Level 1 Kanonen. Das Rathaus sieht jetzt zwar leicht und klein aus, hat aber unheimlich viele Trefferpunkte. Werdet ihr gleich sehen. In der gesamten Base sind überall Tesla versteckt. Und ich bin ganz, ganz piano angefangen hier. Muss ich einfach mal so sagen, nämlich hier unten mit dem King. So, Queen hinterher. Und den Warden stellen wir eben mal um. Einmal den Warden hinterher. Den Royal Champion habe ich bei meinem Ding auch hinterher gespielt. Queen geht genauso zurück. Allerdings habe ich den so ein bisschen anders gespielt gehabt. Ich muss mal gucken, welchen Account ich damit eigentlich schützen kann. Und hier zünde ich jetzt mal gerade den King. Wir nehmen mal den Royal Champion da und schützen die ganze Meute eben mal, vor allen Dingen den König. Der wird jetzt nicht mehr hochgeheilt. Weiß gar nicht, wie lange ich den eben benutzt habe oder benutzen konnte. Aber ihr seht das, wir sind noch nicht am Rathaus. Die Königin ist jetzt gleich da. Die Truppen werden immer wieder geschrumpft und verlangsamt. Den gab es ja schon mal. Aber ihr seht, wie viele Trefferpunkte dieses Rathaus hier hat. Das ist unglaublich. Das kleinste Rathaus in Clash of Clans hat die meisten Trefferpunkte. Das ist echt krank. Das ist echt mal krank. Und ja, da bräuchte man eigentlich ein bisschen mehr. King ist jetzt schon weg, aber ihr seht, meine Queen ist eigentlich noch gut am Start. Was ballert da denn eigentlich? Die heftige Kanone ballert da so. Okay, dann muss ich den jetzt doch mal zünden, mal sehen. Eben war das so ein kleines Zeitproblem bei mir. Jetzt sieht es allerdings ganz gut aus. Mal sehen, ein bisschen nervig sind diese Fallen immer. Oh, jetzt 50% oder über 50%. Ich kann mir vorstellen, dass wir das an der Stelle, na, mal sehen. Ich muss jetzt gleich auch die Queen zünden, damit ich im hinteren Drittel noch mehr von den Bogenschützen habe. Und die kleinen Bogenschützen da können sich um die Hütten hier kümmern. Ich hoffe, die gehen jetzt auch ein bisschen weiter nach unten. Das schaffen die in jedem Fall. Royal Champion ist auch immer noch da, geht jetzt allerdings einen anderen Weg. Queen noch mit dem Warden unterwegs, das heißt, sie hat noch mehr Trefferpunkte. Okay, gerade noch so geschafft, den einen Tesla. Jetzt müssen wir allerdings nach außen. Queen muss gleich durch eine Mauer. Macht ihn natürlich One-Hit. Da ist der One-Hit.
So, erstmal die Kanone, dann den Tesla. Nimmt sie sich den Tesla, okay, jetzt müsste der oben aber auch mal langsam kommen. Tut er auch. 44 Sekunden hier unten geht die letzte Hütte weg. Und die Hütte, noch zwei Tesla, und dann ist das eigentlich gewesen. Das schafft der Royal Champion auch mit dem Uhu. Ihr seht das hier. Und deswegen, glaube ich, war das das ja mit das Einfachste. Also am Ende kam nichts Schweres mehr hinzu, sondern es wurde einfach einfacher. Es wurde einfach einfacher. Ist aber ein kleines Zeitproblem. Also ihr solltet eure Helden rechtzeitig zünden. Sonst habt ihr zu wenig Truppen drin, aber ihr seht das 99%. Und ich glaube, es ist ganz egal, von welcher Seite du anfängst. Also ob du auf 12 Uhr anfängst, 6 Uhr, 3 Uhr, dann hast du gleich den Troll-Tesla mit weg, klar. Aber so kann man es machen. Recht einfach. Ich habe gar nicht bei den anderen geguckt. Ich denke, die werden es genauso gemacht haben. Und ich hoffe, ihr habt das einfach auch so gemacht. Jo, wollte ich euch heute mal festhalten. Wir haben CK. Wir haben Clan-Stadtspiele und wir haben aber auch coole Events. Kann ich euch ja so ein bisschen an den Tag legen. Ein Superdrache muss benutzt werden. Man muss die Truppe nicht haben. Man muss die... Noch mal gerade einen Schluck Wasser nehmen. Man muss die Truppe nicht selber haben. Wer 40 Platz in der Clanburg hat, kann die natürlich auch mit in die Clanburg nehmen. Spenden kann sie jeder. Das erkläre ich jetzt gleich auch nochmal, denn bei uns gibt es auch immer mal wieder ein Verständnisproblem, wenn es darum geht, Supertruppen zu spenden. Es gibt Saugut. Es gibt den einen Level-Heldenschub, den ich ja schon immer angezweifelt habe. Es gibt den Zerstörungsfeldzug, 1000 Schaden in Duellen, okay, im Nachtdorf und erhalte eine grandiose Belohnung. Okay, die Schippe ist natürlich grandios, gar keine Frage. Einer der besten Rewards hier in diesem Spiel. Es ist das Überfallwochenende, 10 Jahre Clash. Bist du gut genug, um alle Clash-Jubel-Lebensherausforderungen zu meistern? Ich habe jetzt noch 19 Tage Zeit, also machen wir zusammen. Machen wir zusammen die beiden restlichen Verbliebenen, die ich jetzt mit beiden Dörfern hier offen habe. Machen wir jedenfalls zusammen und ich kann ja sogar die anderen noch alle spielen. Ne? Mal sehen, wie wir da weitermachen. Es gibt natürlich noch hier die Pixel Skins, die ich mir mit dem anderen Account gekauft habe. August Season ist da und also reichlich zu tun hier in Clash of Clans. Ich hoffe, ihr habt die Challenge auch so ähnlich gespielt wie ich. Ich meine, sie war jetzt wirklich einfach und ich kann mir das Buch nicht abholen. Also ich warte jetzt auf eine Antwort von euch, ob ich den hier einfach jetzt auf 14 mache, Unibuch nehme. Zack, rein das Unibuch oder ob ich einfach 14 Tage warte oder ob Avatar auf Rathaus Level 13 einfach bleibt. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Das heißt trotzdem, auch wenn es ein bisschen wärmer ist und ich hier oben wirklich derb am Abschwitzen bin, ist aber nicht so schlimm. Ich wollte heute mal wieder mit Facecam aufnehmen und ich denke mal, das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich würde sagen, ihr habt ein schönes Wochenende, schönes sonniges Wochenende, obwohl wir dringend den Regen wieder brauchen. Und wir sehen uns in weiteren Folgen, wenn nicht sogar anders. Bis dahin. Ciao Leute, euer Toto. Clasht.